Freunde, neue Perspektive, neuer Ton. Was sagt's dazu? Ich bin unterwegs mit einer Rückübung und John Deere. Wir schneiden Käfer, ich sag's euch. Wir schneiden Käfer, wir schneiden, wir fahren weg, wir schneiden, wir fahren weg, wir schneiden, wir fahren weg. Das Mal, weil der Käfer drinnen ist, das Jahr, das ist unglaublich. Und so war's auch und so ist's auch. Es ist Katastrophe draußen. Käferholz, so aggressiv, Rindenfalt, aber oben noch grün, lauter so Sachen, nicht? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich habe Videos in der Pipeline, gefreut euch was. Richtig schöne Videos, wirklich wahr, ohne Schmarrn. Wer mein Kind weiß, ich scheiß euch nicht an, ich lech euch nicht an. Es werden super Videos kommen. Aber es ist ein Haufen Arbeit, das ist so. Du kannst sagen, was du willst. Aber man darf nicht verzagen, weitermachen. Wer voll haben geschrieben, oh, schade, dass du mit YouTube aufhörst. Schade. Instagram habe ich nicht, sagt der eine oder andere. Wer hat noch gesagt, dass ich mit YouTube aufhöre? Stimmt gar nicht. Es wird richtig gasen. Wir fangen heute jetzt ein neues Jahr, eine neue Saison mit YouTube. Dann ist wieder eine Pause und dann geht es wieder dahin. Also, freut euch auf was. Ich sag's euch, es kommen Sachen, wirklich schöne Sachen. Und Überraschungen habe ich. Ich habe Überraschungen für euch, für mich selber. Überraschungen gewesen, ohne Ende. Wirklich war auch traurige Sachen. Also wirklich traurige Sachen, die ich nicht habe gebraucht oder nicht, wie sagt man, die hätte ich nicht gebraucht, ganz ehrlich. Wirklich ganz traurige Sachen, aber seid gespannt, alles sind Videos drinnen. Und ja, ihr werdet es sehen, ich werde es sehen, wie es weiterläuft, die ganze Geschichte. Aber eins weiß ich, so schön wie momentan, Holz schneiden und Holz gehen. So schön war es noch nie. Ich sag's euch ehrlich. Viele haben gefragt, wie gesagt, Bartenkäfer-Thematik, was ich alles erlebt habe, was meine Erfahrungen sind. Und darum teile ich euch jetzt auch, haben keine Gewähr auf Wahrheit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist in jeglicher Region anders. Wir haben in Niederbayern, der ist wieder anders als in der Oberpfalz, im Bayerischen Wald und so weiter. Überall ist anders. Ich kann es bloß sagen für uns, für Kelheimer Region. Ja, ihr wisst ja, wo ich her bin, sozusagen. Ne? Bartenkäfer, was habe ich alles beobachtet? Das Prominenteste, was ich beobachtet habe bei uns, ist die sogenannte Dia-Pause. Dia-Pause ist diese Ruhe vom Käfer. Also diese, da war ein Stoffwechsel etc., Fortpflanzung einstellt und sie zur Ruhe setzt und ein bisschen, er entwickelt so eine Art Frostschutz, dass er den Frost übersteht. Das heißt, er zieht sich zurück, er entwickelt sich nicht weiter, er tut sich nicht paaren und so weiter. Das heißt, da ist eine Pause drin. Und in der Pause, da muss man zuschlagen. Da muss man sofort zuschlagen. Und das ist dann unsere Aufgabe, dass wir nachkommen. Und da haben wir auch bloß die Möglichkeit in der Dia-Pause zum Nachkommen. Ja. Diese Dia-Pause ist eigentlich bloß für die ausgebildeten, also die erwachsenen Käfer sozusagen, wird der eingehalten. Wo die Jungkäfer und von den Weißen nicht. Die Weißen entwickeln sich weiter. Also was heißt die Weißen? Was sind eigentlich die Weißen? Ja, das sind halt diese Larven, diese Egerling, was sagt man? Die Würmerler halt, ne? Was man sagt, ja, wenn du jetzt da mit dem Hackl einhaust, dann siehst du die Weißen, da was sie sich entwickeln, weißt du, wie ein Schmetterling, einen Kokon drin und so weiter, und dann irgendwann fliegen die Käferl aus. Das heißt, weiße Stadium Jungkäfer haben keine Dia-Pause. Die machen das nicht. Das heißt, wenn es sehr milder Winter ist, und das bedeutet, wenn es nicht
kälter als 8 Grad wird und langfristig nicht kälter als minus 5, dann entwickelt sich die im Stamm drin nicht weiter, unter der Rinde. Weil da legt der Borkenkäfer an sich legt da ab, dass er sich da ja, weiterbilden kann. Müll im Winter, ja, nur schlecht, weil man natürlich nicht in den Salz rein kann, weil nichts gefroren ist. Das heißt, man kann den Borkenkäfer die Brutbäume nicht aufarbeiten. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, das Beste war eigentlich einmal eine gescheite Eiszeit. Dann darf das Borkenkäferproblem sich selbst erledigen. Meint man. Aber im Prinzip bloß ein Teil, weil das nicht fertig entwickelte Ding, also das Würmerl unter der Rinden, das weiße Würmerl, das stirbt, wenn es unter 5 Grad mehrere Tage, mehrere Wochen ist, bei uns in Niederbayern fast nicht mehr. Im Alpenraum wahrscheinlich schon, aber bei uns nicht. Also wie gesagt, ich kann bloß von uns reden, von unserer Gegend. Das heißt, wenn es da eine fallen darf, dann darf schon einmal das kaputt werden, aber nicht die fertigen Käfer, also die Erwachsenen auf gut Deutsch fähig, gut Deutsch gesagt, die Paarungsfähigen. Die Paarungsfähigen, die haben ja in ihrem Winterschlaf. Ja? Und so kalt, dass die erwischt, wird es bei uns nimmer. Also sag ich niemals nie, aber ist sehr selten. Also sehr unwahrscheinlich. Wie sagt man? Unwahrscheinlich, genau. Also das heißt, man hat ein Riesenproblem, weil die milden Winter einfach diese Brut, die da abgelegt worden ist, vor dem Winter nicht stirbt, auf gut Deutsch gesagt. So, und jetzt hast du das Problem, wo ist denn der Käfer drin? Ja, du musst jetzt im September schauen, wo haben die Käferbäume, wo haben die Brutbäume, wo ist Bohrmüll, dass es im Winter aufarbeiten kann. Natürlich weiß man ein bisschen, man darf es jetzt gleich rausreißen, aber erfahrungsgemäß ist es im Herbst jetzt dann auch recht nass und dreckert. Das heißt, du kannst nicht ins Holz mehr gescheit rein, du kannst schon reinfahren, ist schon klar. Ne? Alle sagen, scheißegal, Wetter, scheiß Wurst, fahren wir rein, aber ganz ehrlich, wird alles kaputt, die ganzen Wege haben aufgeweicht, die werden kaputt, auch mit dem Prozessor und so weiter. Das hat nichts. Ich fahre doch auch nicht zum Maishäckseln, fahre da hinten in eine Felder, wo es davor geringt hat. Das macht da keiner, ne? weil jeder genau weiß, dass das nicht gut für den Boden ist. Erstens einmal das und zweitens einmal kommst du nicht mehr raus. Wieder in unsere Gefilde, da gibt es Statistiken, die sagen, der Borkenkäfer, wenn seine Diapause anstrebt, unter 10% von den Käfer gingen von sich aus in Bohnen zum Überwintern. Ne? Sondern das ist ja so, dass da drinnen aber vor allem von den Bäumen, auf gut Deutsch gesagt, ja, das ist auch ganz gängig. Ne? Von einem Käferbaum, siehst du, sag ich mal, der ist drinnen aber gefallen, der ist eigentlich schon wieder Futterkäfer. Gut, das alte Schmerz, das stimmt auch, weiß an jeder. Aber das Problem ist eigentlich, dass da dann diese Brut und die Käfer da im Winter unter der Rinden sind. Und natürlich entwickelt sich die Brut weiter und die frisst weiter und die tut es weiter. Versteht ihr, wie ich ja gerade gesagt habe? Die tut weiter. Die Brut entwickelt sich und braucht natürlich auch Nahrung und frisst da immer mehr von dem Bast und von der Nährschicht weg vom Baum. Und das ist der Splint und der Bast und auch, also die Versorgungsschicht vom Baum außen halt. Ne? Das heißt, irgendwann ist der Baum komplett tot und wird immer dürrer, das heißt trockener, dann fällt die Rinden ab und dann ist das Problem, weil die Rinden anfällt und fällt am Boden ab. Und dadurch wird der Borkenkäfer sozusagen am Boden rein verfrachtet. Der fliegt nicht von selber im Boden, also ganz wenige Prozent bei uns in Deutschland, sag ich einmal. Ne? Aber die Mehrheit, 90%, wird durch den Rindenabfall im Boden transferiert. Das heißt, wenn die Rinden abgefallen ist von einem Baum, im Frühjahr, über den Winter ist es angefallen, im Frühjahr liegt es am Boden dort, ist scheiße. Weil im Boden drinnen
da kostet nichts mehr machen. Nicht? Der fällt rein und entwickelt sich im Boden drinnen sozusagen weiter und überwintert da und dann im Frühjahr schlägt er vom Boden außer aus. Und dann hast du ein Problem, weil da kannst du nichts machen. Ein Käferbaum kannst du wegschneiden und rausfahren. Das ist wie eine Zugfahrt für den Borkenkäfer. Aber im Boden drin kannst du nichts mehr machen. Und darum kehren sie die Käferbäume, bevor das drinnen anfällt, außer. Besonders über den Winter. Das habe ich jetzt gespannt, wenn ich draußen im Herbst die Bäume alle rausschneiden, die wo Käferbäume sind, dann habe ich an dem Fleck den Käfer weggebracht. Wenn ich gesagt habe, ich lasse so stehen, ja, die mache ich im Frühjahr, weil es einfach auch vom Wetter nicht gepasst hat. Ja, es ist nasse Herbst und so weiter. Dann hast du gesagt, im Frühjahr fahre ich es raus. Dann ist drinnen schon angefallen gewesen und dann habe ich an dem Pfleg immer wieder einen Käfer gekriegt. Ja, also das heißt im Folgejahr. Das bedeutet, es stimmt, dass durch den Rindenabfall der in den Boden kommt und vom Boden aus noch Vollgas zuschlägt. Weil er natürlich dann sozusagen mehr Generationen im Boden drin sind und dadurch noch invasiv ist. So, jetzt bleibt noch eine Frage offen. Wann fliegt er wieder aus im Frühjahr? Oder wann geht es weiter? Wann geht er von der Diapause wieder raus? Wann ist der beste Zeitpunkt fürs Borkenkäfermanagement oder was, dass du halt wieder nachkommst? Das ist der Winter. Weil du kommst danach, da macht er seinen Schnelligkeitsvorteil, büßt er wieder ein, auf gut Deutsch gesagt, weil er da in der Pause ist, ja, im Frostschutz. Und darum kann er da nicht viel machen und wir können nacharbeiten. Und sobald es 16 Grad ist, ein bisschen über 16 Grad, gibt es schon wieder Aktivitäten. Das ist die Temperatur. Und zum Zweiten, wenn die doch länger werden. Das war viel mehr eigentlich aussagt. Also wenn die doch länger werden wieder, dann das ist viel mehr Indikator für den Borkenkäfer, hat man rausgefunden, dass er wieder aktiver wird. Die Temperaturen haben mittlerweile nicht mehr bei 16 Grad, das geht immer weiter runter, 15, 14, 13 Grad, weil der immer resistenter wird. Natürlich entwickelt sich der auch weiter, der passt sich an. Und aber an die Tageslänge, die kann, in der Nacht kann er einfach auch nicht recht arbeiten, weil der Borkenkäfer so kommt es mir vier. Ja. Das heißt, wenn durch kürzer sind im Winter, dann sagt er, alles klar, das rentiert sich nicht mehr zum Rammeln. Jetzt hören wir auf, jetzt machen wir eine Pause und holen wir gescheit Luft und holen wir gescheit einen Zug voll halbe Bier und dann schnalzen wir wieder Vollgas drauf. So habe ich es auch gemeint. Heuer 2024 im Frühjahr haben wir gedacht, so viel Regen, 30 Liter auf 10 Minuten kriegen, nächsten Tag wieder 30 Liter, 10 Minuten. Was ich mir Regen gehabt habe, haben wir gedacht, der sauft da draus. Der sauft. Weißt du, was er da hat? Der hat einen gescheiten Schluck Wasser von dem Regenwasser genommen, der Käfer. Hat eingeschlunken. Hat einen zweiten genommen. Und hat gesagt, Dankeschön. Jetzt bin ich prall. Und jetzt mache ich es euch dreifach früher, wie es geht. Und so war es auch. So viele Käfer wie wir haben, heuer war noch nie da. So. Und das sind meine Erfahrungen zum Borkenkäfer im niederbayerischen Raum bei mir. Und 10 Kilometer weiter ist schon wieder ganz anders, weil es einfach kommt auf so viele Faktoren an, auch was für Baum um mich stehen und so weiter und so fort. Eins ist gewiss, ein gesunder Baum packt es eher den Borkenkäfer zum Überstehen, aber wo stehen ja noch gesunde Früchte umeinander? Das ist die große Frage. Ja. Weil er ist eh schon im Baum, kann man nicht. So, das war von meiner Seite was zum Borkenkäfer. Und wie es auf dem Kanal weitergeht, freut euch auf was. Es wird super, super, super Sachen. Wirklich, ich freue mich, weil für euch was geile Sachen gibt. Spaß macht's. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Habt ihr Servus? Jawohl!